Dann stelle ich uns noch mal ganz kurz vor. Wir sind ein Hundesportverein und zwar ist das der GHV Hildesheim und wir sind die Dippy Distops. Und wir wollen Ihnen heute einfach mal vorstellen, was man mit diesen tollen bunten Scheiben alles so anstellen kann mit dem Hund. Am besten fängt die Katja einfach mal an und zeigt mal, wie man eigentlich so anfängt, wenn ein Hund diese Scheiben noch nicht kennt. Und zwar fängt man mit Rollern an. Die Scheibe wird auf der Kante gerollt. Genau. Und dann kann der Hund sie... Und dann kann der Hund sie zurückbringen. Jawohl. Da habe ich die Katja natürlich noch gar nicht vorgestellt. Das ist die Katja mit ihrem Charlie. Der Charlie ist inzwischen 11 Jahre alt. Das ist eigentlich schon ein Senior. Und normalerweise, sage ich jetzt mal, 11 Jahre alte Hunde machen nicht so Tricks, wie der Charlie uns gleich zeigen wird. Aber der Charlie ist ein komplett durchtrainierter Hund und der macht das schon seit er, ich glaube, ein Welpe ist. Und deswegen kann der das auch ruhig noch. Katja spielt auch inzwischen schon seit 11 Jahren mit dem Charlie. Also ein richtig alter Hase in diesem Geschäft. So, wir haben so ein paar Elemente, die bei unseren Turnieren mit von, auf jeden Fall, die müssen gezeigt werden. So, das sind einmal Overs, das sind Körperübersprünge. Das heißt, der Hund überspringt seinen Spieler, seinen Menschen, ohne den Körper zu berühren. Mal gucken, ob der Charlie das macht. Jawohl. Allerdings sollte er dabei dann die Scheibe auch catchen. Charlie springt furchtbar gerne ab. Charlie macht nämlich furchtbar gerne Waltz. Das heißt, das sind Körperabsprünge. Er benutzt Katja als Absprungfläche, um an die Scheibe zu kommen. Das kann man aus 100 verschiedenen Varianten machen, je nachdem, wie talentiert der Mensch und der Hund ist. Und das hat natürlich auch viel mit Training zu tun. Das sieht immer sehr spektakulär aus. Ein paar Varianten haben wir noch. Das war jetzt ein Dog Catch. Das heißt, der Hund wird in der Luft gefangen mit der Scheibe. Und nochmal, genau. Das sieht immer sehr schön aus. Super. So, ich denke mal, ihr zeigt einfach mal eure Kühe, damit man mal sieht, wie das Ganze dann zu der Musik aussieht. So eine Kühe spielt 2 Minuten. Und in der Zeit kann Katja quasi alles Mögliche an Elementen und Tricks zeigen, die so eingeübt wurden. So, dann viel Spaß. Wunderbar, vielen Dank. Ja, so kann das aussehen nach ganz, ganz vielen Jahren Training. Die beiden sind ja jetzt auch schon seit 11 Jahren ein Team. Ja, also der Frisbee-Sport kam quasi aus den USA zu uns rüber. Schon in den 70er Jahren spielte ein Amerikaner mit seinem Whippet.